Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir die Weekend League Belohnungen am Start. In der letzten Woche habe ich Gold 3 erreicht. Es ging sich zeitlich und auch spieltechnisch nicht viel mehr aus. Ich habe leider ein bisschen verkackt, hatte glaube ich 7-8 Niederlagen oder so am Ende, aber habe halt auch wie gesagt nur bis zu 18 Siegen gespielt, sodass ich jetzt eben 2 Megasets, ein seltenes Spielerset und 30.000 Münzen bekomme und für die nächste Weekend League eben auch direkt qualifiziert bin, die ich aber wahrscheinlich nicht spielen werde aus zeitlichen Gründen. Leute, ich bin einfach gerade mega im Zeitstress, habe leider viel zu wenig Zeit für YouTube. Ich würde gerne mehr Zeit haben, aber ich habe eben gerade meinen Zivildienst, den ich eben machen muss. Und jetzt haben wir schon mal einen Leinwandspieler. Und ich hoffe natürlich, dass das was Gutes ist. Torwart! Oh mein Gott, schade. Es hätte natürlich dich hier werden können. Es ist Lopez geworden. Ich nehme es mit. Immerhin mal der erste Leinwandspieler. Ja, Freunde, demnächst werden wieder mehr Videos kommen. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Tage oder so nichts hochgeladen. Das ging sich, wie gesagt, eben alles nicht aus. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, dass da die Tage noch einiges auf euch zukommt. Ich habe wirklich interessante Themen, die ich dann auch in einem FIFA-Talk verpacken werde. Oder, ja, diesen Foot-Draft-Glitch, den habe ich auch nochmal ein bisschen genauer, über den habe ich auch nochmal ein bisschen genauer was rausgefunden. Polen zentraler Innenverteidiger, das ist Glick. Immerhin ein 85er-Rating, ja, das läuft eigentlich. 2 Leinwandspieler in 2 Packs, das nehme ich so gerne mit. Und dann schauen wir einfach mal direkt nach, was der gute Glick wert ist. Also Preisvergleich, wir gehen drauf. Ja, kostet immerhin so 7.000, 8.000 Münzen. Das geht eigentlich voll klar. Ja, also wir haben hier ja was halbwegs Gutes gezogen, würde ich sagen, in diesem Pack. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum allerletzten Pack. Ich öffne das Ganze in 3, 2, 1 und go. Come on, im letzten 35k-Set kann gut und gerne nochmal ein Leinwandspieler drin sein. Leider nein. Das Glück haben wir schon ausgeschöpft für dieses Pack-Opening. Und es wird nochmal ein Spanier Innenverteidiger. Das müsste Albiol sein von Neapel. Und ja, Freunde, damit war es das jetzt eigentlich auch schon wieder mit diesem heutigen kurzen Video. Es wird auch wieder mehr mit Facecam kommen und so, aber ich habe einfach gerade, wie gesagt, wenig Zeit, um da eben alles zu verwirklichen, was ich eigentlich aufnehmen möchte. Deswegen verzeiht mir das ein bisschen. Ich versuche auch immer auf Instagram und so viel zu antworten, aber wie gesagt, es ist alles gerade einfach ziemlich schwierig. Aber ich gebe mein Bestes, um eben immer für euch am Start zu sein. Demnächst werden Videos kommen, das verspreche ich euch. Und Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt immer High Hopes und ciao.